So, hallo, liebe Freunde von allen sozialen Netzwerken. Hier ist wieder eure Trans-Julia, die spirituelle Anarchistin. Und heute geht es mal um eine Person namens Michael Stutzenberger. Michael Stutzenberger ist Journalist, arbeitet für IPI News und ist was ein Islamkritiker, Islamaufklärer. Und auch ein sehr aktiver noch dazu. Ja, und ich muss auch sagen, ich habe mir so viele Videos von ihm angeschaut. Also, ich finde ja auf YouTube sehr viele Videos, wo er vorkommt. Und früher, muss ich sagen, habe ich das ja kritisiert. Also, da war ich noch eher pro-Islam. Ich war ja auch Anti-Imperialist. Also, ja, und da habe ich das jetzt auch nicht so verstanden, muss ich auch ehrlich sagen. Ja, und die Anti-Imperialisten sind ja auch eher pro-Islam. Ja, ich war ja dann auch noch in den Friedensmahnwachen, den Mahnwachen für den Frieden. Und die sind ja auch anti-imperialistisch ausgelegt. Anti-Imperialismus heißt allgemein so, ja, man ist pro-Palästina, pro Russland und kritisiert vor allem den Imperialismus der USA und Israel. Was mich auf irgendwann auch gestört hat, also dass die Islamkritik bei den Anti-Imperialisten ja auch viel zu kurz kommt. Deswegen habe ich ja auch dann das Video gemacht, wo ich mich dann bei den Antideutschen entschuldigt habe, aus den Mahnwachen da ausgestiegen bin, kann man so sagen. Ja, der Grund war aber auch einfach, weil mir das alles auch zu einseitig war. Also dieses Einseitige gegen Israel und USA und pro Russland, so, das war mir auch schon so zu einseitig, muss ich ja sagen. Ja. Und ja, wie kam es dazu, dass ich jetzt den Islam so kritisch sehe? Ja, angefangen hat es mit meiner Kritik an Erdogan. Erdogan heißt ja auf Türkisch, ja. Und habe dann auch gesehen, was da für Leute, wie die Leute mich da kritisiert haben, also die Erdogan-Anhänger. Es kamen kaum vernünftige Argumente, sondern nur Beleidigungen. Du Wichser, du Bastard, du Hurensohn, ja, du. Ja, und Gewaltandrohungen oder halt die Fresse, ja, also aber vernünftige, intelligente Argumente, ja, kamen nie darüber, also das kannst du vergessen können. Ich war ja unter deutsch-türkischen Freundschaft, bin da austreten, weil mir das alles zu sehr, da ist Propaganda gemacht worden für Erdogan und wenn du das nicht akzeptiert hast, dann warst du kein Freund der Türken. Da habe ich auch schon mal ein Video darüber gemacht. Ja, das hat mir alles schon ziemlich zum Nachdenken gebracht. Ja, und auch mit der Transverwandlung zum Beispiel war es so, dass ich ja von Einheimischen kaum kritisiert worden bin. Aber von muslimischen Migranten, das habe ich dann erfahren schon. Also ein Verwandter ist zu mir gekommen und hat gesagt, ja, der so und so, Punkt, 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 hat gesagt, das wäre nicht normal und so und mit Frauenkleidern rumzumlaufen. Und da habe ich gesagt, also sag dem, richte ihm aus, ich will jetzt den Namen nicht nennen, ja, ich habe gesagt, richte ihm aus, wenn ihm hier in Deutschland was nicht passt, dann soll er sich verbissen. Ganz einfach. Hier herrscht Freiheit, hier herrscht das Grundgesetz, hier dürfen homosexuelle Paare heiraten. Das ist hier in Deutschland so. Er will, dass man ihn als Ausländer akzeptiert hier in Deutschland. Ja? Und mokiert dann über meine Transsexualität, über meine Transverwandlung oder was. Oder wenn ich ja, einfach als Transvestit mit Frauenkleidung rumlaufe. Ich glaube, da hört es auf, ja. Irgendwo hört es auf. Muss ich sagen, da soll sich derjenige verpissen in ein Land, ja, in sein Heimatland, wo nur Männer nur richtige Männer sind und Frauen nur richtiges Frauen, ja, ein Kopftuch und so, soll er da hingehen. Aber hier herrscht Freiheit, so sieht's aus. Ja, das sind verschiedene Sachen, Erlebnisse, wobei ich mich nicht so von Erfahrungen abhängig machen lasse. Ja, ich habe zum Beispiel mit Flüchtlingen jetzt eigentlich keine Probleme, ich sehe es ja. Am Bahnhof und so und habe ich da eigentlich nie Probleme gehabt. Also von dem her lasse ich mich nicht so von Erfahrungen beeinflussen, sondern eher von Fakten. Aber wenn man sich das Ganze so anschaut und wenn man sich die Videos vom Herrn Stutzenberger mal anschaut und mal drüber nachdenkt, dann kommt man irgendwann mal drauf, ja, der Mann hat ja recht. Also je mehr er drüber nachdenkt, muss ich sagen, hey, der Mann
Der Mann hat absolut recht, das ist absolut die Faktenlage. Genau so sieht es aus. Genauso ist der Islam. Ich habe ja auch mal den Koran gelesen. Und es ist einfach von der Spiritualität her, also nichts Großartiges, was einen Menschen weiterbringt, sondern es ist halt eigentlich wirklich viel Gewalt töten und es ist viel zu viel. Also es sind einfach viel zu viel Gewaltbefehle. Es gibt zwar auch im Christentum, im Alten Testament, aber beim Islam ist es einfach viel mehr. Und von dem her muss ich sagen, ja, ich finde es okay, dass man dann darüber aufklärt. Ja, das mag nicht jedem gefallen, aber ich finde, dieser Mann hat absolutes Recht dazu, aufzuklären. Es ist ein demokratisches Recht und sogar sehr wichtig. Okay, jetzt will ich mal nicht so lang rumlabern. Ich denke mal, wir schauen uns mal das Video an. Ist ein neu aktuelles Video und zwar geht es um eine Versammlung von Pax Europa. Das möchte ich jetzt einfach mal analysieren. Ja, auch diese ganzen Angriffe gegen Herrn Stürzenberger. So, ich muss jetzt bloß schnell die Datei nochmal hochladen. Und die demografische Entwicklung geht in die Richtung, dass immer mehr Moslems in der Bevölkerung sind. Und diejenigen, die es ausbaden müssen, sind die Schüler in den Klassen, die jetzt kommen, in den ersten, zweiten und dritten Klassen, Moment, wir wo machen es Moslems in der andere. Mehrheit sind und da diesen Psychoterror verüben. Ja? So, ich Ja, hatte eine ja. Frage. Sie sind eine schlechte. Okay, das war jetzt ganz kurz nochmal. Ja, das war jetzt nur kurz noch von dem einen Video, was jetzt der hochgebracht habe. Da spricht er nochmal auch, dass eben in viele Schulen ja Migranten schon in der Mehrheit sind und Deutsche teilweise schon in der Minderheit. Und das ist ganz übel, weil die deutschen Schüler waren da gemobbt von Migranten, die einfach total schlechte schulische Leistungen bringen, also auf gut Deutsch gesagt null Plan haben, gar keine Lust haben, irgendwie zu lernen. Und da gibt es auch einige Videos auch, wo deutsche Schüler gemobbt werden, ja, weil sie gut sind in der Schule, das muss man sich mal vorstellen. Und das ist eben, wo unser Niveau, das höher entwickelte Niveau, und ich rede gar nicht von der deutschen Gesellschaft, sondern von der westlich orientierten Gesellschaft, einfach herabgesenkt wird. Und da sage ich einfach, das ist ein großes Problem. So, jetzt habe ich jetzt bloß noch schon mal, das andere Video noch mal, ja, hochgeladen. Jetzt schauen wir uns das mal kurz an mit dem Angriff. Ich bin ein schlechter Lügner, ja? Was ist falsch? Geh doch mal bitte vom Kabel runter. Okay, ich mache einen Vorschlag, dass wir diskutieren. Ja, ein schöner Start zu diskutieren, indem man erstmal sagt, du bist ein Lügner, ja. Okay, stimmt irgendwas nicht an den Koranversen, die wir hier gezeigt Sind haben? Sie einverstanden? Wenn Sie sagen, ich bin ein Lügner, Gehen Sie doch mal auf was eine Frage ein. ist Sind Sie falsch einverstanden? an Gehen Sie sich auf eine den Frage Koranversen? Ich Ist irgendein Vers falsch? Wenn Sie behaupten, ich bin ein Lügner, ist die Diskussion Sie sind schon ein beendet. schlechter Lügner, aber ganz schlechter Lügner. Mit was habe ich Also, gelogen? Moment, Mit was habe ich gelogen? Geben Sie mir das Mikrofon. Wissen Sie was? Erstens, das ist unsere Kundgebung. Wir würden jeder Sie können was 15 Minuten sagen. reden. Jeder. Nein, 15 das Minuten. bestimmen Sie. Sie nicht, was hier passiert. Sie können eine Frage stellen, Sie können auch sagen, was hier falsch ist, wenn Sie behaupten, ich wäre ein ganz schlechter Lügner. Müssen Sie erstmal. Oh. Also, hey, das ist schon echter Hammer, ja. Er will diskutieren und führt sich dermaßen auf, stellt hier Forderungen, schlägt ihm, man hat es auch gesehen, kann es jetzt bloß nicht zurückspulen, also er schlägt quasi gegen das Mikrofon. Also das finde ich schon eine abartige Frechheit von dem Herrn. Geben Sie mich nicht an, du. Fass mich nicht an. Ja, das geben Sie mir. Der muslimische Herrenmensch, ne? Muslimische Herrenmensch, der fordert. Wisst ihr was? Das Erste, was Sie sich abgewöhnen müssen, dass Sie hier fordern. Ja? Das ist nur eine Beleidigung. Also man muss auch sagen, die Stimmung ist ziemlich aggressiv. Das kann man wirklich sagen, ja. Ich meine auch, dass sich auch der Stutzenberger, die sich da ein bisschen zu arg provozieren lässt von diesen Leuten. Also, aber ganz klar ist einfach, das, was der Alte jetzt da gemacht hat, war absolut nicht sehr recht. Ja, also, das ist absolutes No-Go, wie der sie aufführt. Ich wäre ein ganz schlechter Lügner. Ja, der Typ da. Leute, das ist Islam Live. Dieser Moslem, ja, er fordert. Das ist das typische Fordern eines Moslems. Er fordert. Er hat hier gar nichts zu fordern.
Er hat hier überhaupt nichts zu fordern. Und vor allen Dingen hat er nicht hier die faktische Aufklärung als Lüge zu diffamieren. Ja, ja, das ist also das Fordern, ja, also das ist natürlich schon auch so Sache, wo ich sage, hey, wie wäre es denn mal mit Dankbarkeit, statt das Fordern mal in Dankbarkeit zu verwandeln, dass Deutschland diesem, dass Deutschland einem solchen Menschen ein Dach über dem Kopf gewährt und Arbeit gibt und alle möglichen Sozialleistungen, die es in Deutschland gibt, wo es eben in anderen Ländern doch nicht gibt. Ja, also da wäre ich doch einfach mal dankbar, würde ich mal sagen, Dankeschön, Deutschland. Ja, kein Land der Erde tut so viel für Ausländer wie Deutschland. Schaut zum Beispiel die doppelte Staatsangehörigkeit. Gibt es irgendein Land, in dem es die doppelte Staatsbürgerschaft gibt? Das gibt es nur in Deutschland. Weil jedes andere Land sagt, Spanien, Russland etc., die sagen alle, wenn du hier langfristig leben willst, dann musst du dich auch zu unseren Werten, unserem Land bekennen und dann musst du auch von dir aus auch die Staatsbürgerschaft anstreben, dann gehörst du zu uns, ansonsten bist du nur ein Fremdkörper, ein Tourist oder sonst was, also, aber du bist, gehörst nicht dazu, ganz einfach. Da wird ganz knallhart gesagt, gehörst du zu uns, ja oder nein, ja, ganz einfach. So viel, also, so wie den Ausländern in Deutschland der Arsch gewischt wird, ja, und gepudert wird, gibt es, sowas gibt es in keinem anderen Land. Und deswegen kommen ja auch so viel nach Deutschland. Das mal nur nebenbei bemerkt. Dieser Moslem ist ein typisches Beispiel eines islamischen Herrenmenschen, der glaubt, er könne hier das Zepter übernehmen. Ganz kurz noch, ja. Und was man auch noch dazu sagen muss, kein Land der Erde zahlt so viel Entwicklungshilfe wie Deutschland. Kein Land der Erde engagiert sich so sehr für Entwicklungshilfe ein wie Deutschland. Ja, das mal auch nochmal nebenbei bemerkt. Er möchte 15 Minuten reden. Ja? So, also, wenn hier einer nachweisen kann, dass ja auch nur eine einzige, ein einziger Fakt nicht stimmt. Ja? Wenn einer nachweisen kann, dass nur ein Fakt nicht stimmt. Wir kennen den Islam in- und auswendig. Wir kennen den Koran seit 17 Jahren. Die Hadithe, die Aussprüche des Propheten Mohammed und die Sira, die Lebensgeschichte des Propheten Mohammed. Ja, Moslem, sag nie wieder, dass ich lüge. Ja, das ist der Versuch, hier Takia zu betreiben, das erlaubte Täuschen des Islams. Was ist eigentlich da drüben so lustig? Die Polizisten freuen sich mit dem Moslem, der hier faktenwidrig behauptet, ich würde lügen. Alles, was hier gesagt wird, stimmt. Alles ist faktisch richtig. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt der Herr Stutzenberger wäre, auf das würde jetzt zum Beispiel gar nichts geben oder eingehen. Wenn die das lustig finden, dann Herr Stutzenberger, wenn sie das Video sehen, dann lassen sie doch die Idioten. Ja, denken sie sich ihren Teil. Das sind einfach primitive Menschen. Ich würde darauf gar nicht eingehen, weil das einfach Zeitverschwendung ist. Könnt ihr nicht lachen? Der ist ein Lügner, weil er sagt, dass die Fakten hier nicht stimmen. Sie sind ein Lügner und Sie sind noch ein impertinenter und dreister noch dazu. Ja? So, also, wir können hier über alles reden. Wir können Fragen stellen. Sie haben schon mehrere Fragen gestellt. Jetzt wird es interessant, aufpassen. Und Sie schlagen weder ans Mikrofon. Jetzt wird es ganz interessant. Auf meinen Arm. Ja? Schön, zivilisiert und freundlich. Freundlich, aber bitte zeigen Sie. Was ist daran zivilisiert? Ich korrigiere dann, wenn das nicht stimmt. Ich lass mich kurz ausreden. Schon dieser Befehlston. Du lass mich kurz ausreden. Das heißt, könnten Sie mich bitte ausreden lassen? Ja? Also da hat er auch wieder recht. Also das ist ja schon irgendwie schon die Angewohnheit bei den Moslems, im Befehlston ihre Forderungen zu formulieren. Ja, und wehe, du machst es nicht, dann bist du sofort ein Nazi oder Rassist. Er sagt, lekum dinukum veliyedin, das heißt, euch eure Religion und mir meine Religion. Das ist aus der Anfangszeit des Propheten in Mekka, wo er... Jetzt geht's los. Und habt ihr vorher gesehen, ja, dass alle einfach auf ein Ei wild einbrüllen, ja, und auf ein Einschlagen, anstatt dass sie mal ein nach dem anderen versuchen, jetzt einmal das Gespräch zu finden, ja. Und jetzt geht der gleich ab, der Typ da.
Geht's los? Ja? Ich habe ihm dreimal gesagt, lang nicht ans Mikrofon. Du bist dann dran, wenn du dran bist. Du sagst immer Lüge. Sagst immer Lüge, ich werde dich. Jetzt geht's los. Hallo, warum geht das raus? Unglaublich. Genau das ist. Es ist immer das Gleiche, Leute. Es ist immer unglaublich. Das Gleiche. Schaut euch das an. Schaut euch das mal an. Aggressiv werden. Ja? Leute, also, um jetzt nochmal hier das Ganze runterzufahren. Wir. Schaut mal, wie viel Polizei. Schaut mal, wie viel Polizei da gleich eingesetzt wird. Ich sag Ihnen jetzt. Ich antworte Ihnen jetzt. Und ich kann euch auch sagen, warum das so ist. Der Prophet Mohammed hat in den ersten 13. Also, ich finde es echt schon der Hammer, wie sich Leute hier aufhören, denen Deutschland ein Dach über den Kopf gegeben hat. Hallo? Ich kann da nicht hergehen und dann, wenn Einheimische da Kundgebung machen, da hergehen auf der, und so oft auf jemanden losgehen. Was geht denn ab? Was haben die im Schädel? Grütze im Kopf oder was? Das gibt's doch gar nicht. Und da seht ihr mal, wie viel Polizei da eingesetzt wird. Ganze Mannschaft. Warum? Wenn man schon seine muslimischen Pappenheimer erkennt, dass die gleich zu 10, zu 100 als ganzer Mob dann gleich auf die Polizei losstürmt. Das weiß man doch von den ganzen Arabern und Libanesen-Clans. Die Polizei wird doch gar nicht mehr fertig mit denen, ja? Da muss man gleich mit SEK anrücken, gleich mit Hunderte und gegen eine Araberfamilie. Da muss man gleich so mit hunderten Mann Mannstärke da anrücken. Weil die einfach so einen Zusammenhalt haben, der brutal ist. Da kann man zwar zum Teil auch was lernen, klar, sicher. Aber das ist eine große Gefahr, ja. Das geht doch nicht. Hallo, was geht denn ab, hey? Das ist die Gefahr, was ich meine mit dem Islam. Der Islam ist eine Gefahr. Das ist eine aggressive Religion, die auf Herrschaft basiert. Und das drückt sich durch solche Gläubige aus. Man sieht es doch immer wieder, ja. Und man sieht ja auch den IQ, was die Leute, also der, ich sehe da keine Intelligenz bei den Leuten, sondern einfach nur primitives, dummes Gelaber und Gewalt und Aggressivität. Die Intelligenz ist eindeutig auf Seiten von Herrn Stutzenberger. Das ist ein Mann, der Ahnung hat von den Fakten, der sie aufzählen kann, der sie zeigen kann, ja, und aus dem FF sofort Bescheid weiß, was alles in den islamischen Ländern los ist. Die Intelligenz, das Wissen ist eindeutig auf Seiten von Herrn Stutzenberger. Absolut. Das ist eine absolute Analyse. Sie hören mir jetzt zu, ich kläre Sie auf. Der Prophet Mohammed hat in den ersten 13 Jahren keine Anhänger. Es waren höchstens 100, die ihm gefolgt sind in den ersten 13 Jahren. Er konnte am Anfang konnte er keine Gewalt und kein Töten predigen, weil er keine Macht hatte. Ja, und genauso, genau. Und genauso wie es der Prophet Mohammed in der Anfangszeit gemacht hat, dass man alles schön redet und auch von Toleranz und der Islam ist ja gar nicht so schlimm und so. Genau das drücken ja die Muslime auch in der heutigen Zeit in unserer Gesellschaft aus. Ja, der Islam, der ist alles so friedlich, der Islam ist tolerant, ich erzähle euch mal was. Ich war mal in Ulm auf einem Infostand, da waren Moslems, die haben einen Infostand aufgebaut. Und da habe ich gesagt, ich bin für Toleranz der Religionen. Dann haben die doch klar gesagt, ja, der Islam ist die toleranteste Religion auf der ganzen Welt. Und ich habe es richtig in seinem Gesicht gesehen, dass der mich total anlügt. Das hat man im Gesicht so richtig gesehen. Die Muslime lügen, wenn es um ihren Islam geht. Das stimmt, das stimmt. Der hat echt recht mit dem Takia. Das ist wirklich wahr. Warum kann man nicht die Diskussion über den Islam ehrlich führen? Ich wollte ja selber mal den Islam annehmen. In meiner Frauenhassphase, da wollte ich den Islam annehmen. Aber ich war wenigstens ehrlich und habe gesagt, ich hasse Weiber und ich finde, die Frauen können mal richtig unterdrückt und deswegen möchte ich den Islam annehmen, weil der Mann noch was gilt. Aber das ist wenigstens ehrlich, ja. Aber die lügen ja bloß rum, ja, und so primitiv, das ist lächerlich. Diener ausgewandert, dann hat er Heere gehabt und dann hat er angefangen mit dem Kampf, Kriegs, Tötungsbefehl. Ab dann. Genau, weil sobald der Islam nämlich die Macht hat, dann zeigt er nämlich sein wahres Gesicht. So sieht es nämlich aus. Er Saudi-Arabien kriegerisch unterworfen, er hat die Christen und Juden entweder verjagt oder getötet. Und bis heute ist in Saudi-Arabien
kein Christ und Jude ist gestattet, nach Mekka zu gehen, weil sie unreine, minderwertige Menschen sind. Das ist problematisch. So, Leute, aber um jetzt mal wieder das Ganze ein bisschen runterzufahren. Was wir heute sagen hier. Wir klären über die gefährlichen Bestandteile des Islams ab. Sie lassen mich jetzt mal erstmal zu Ende reden, dann kommen Sie dran. Wir klären über die gefährlichen Bestandteile des Islams ab. Wir haben nichts gegen Moslems als Menschen. Ja, damit es klar ist, hier geht es nicht gegen Moslems. Hier geht es um die gefährlichen Bestandteile des Islams. So, also. Wir haben es gerade gesehen, die Geschichte. Ich halte. Ich wollte Ihnen sagen, also was ich nicht verstehe, Sie reden über Extremismus. Ich bin katholisch, meine Familie ist katholisch. Woher kommen Sie? Aus Spanien komme ich. Okay. Wissen Sie, dass der Islam dort 800 Jahre geherrscht hat? Wissen Sie, dass der Islam 800 Jahre geherrscht hat? Ganz genau, und das war nicht Islam. Das war kein Problem. Die Spanische, wir sind katholisch, wir waren immer katholisch. Wir sind nach Amerika geflohen, also mit unseren Schiffen und so. Jahrhunderte Jahre nachher, ja. Und wir haben in Amerika einfach alle Leute getötet und so. Sie ist die katholische schlecht? Nee, das ja, also was die Frau sagt, ja, sie deutet auf die spanischen Inquisitoren hin, die im Namen des Kreuzes, im Namen des alttestamentarischen Christentums die indigenen Völker in Südamerika ausgerottet haben. Das stimmt, ja, also nur der Punkt ist, dass dies auch die Leute sich damals nicht auf Jesus berufen konnten. Sie konnten sich vielleicht irgendwie auf Moses eventuell berufen, aber nicht auf Jesus. Der Jesus hat Feindesliebe praktiziert, Jesus war der Pazifist schlechthin. Und er hat auch gesagt, wie man den Glaube verbreiten soll, dass man in der Stadt gehen soll und den Leuten den Glauben verkünden. Und wenn sie ihn nicht annehmen, dass man sich dann einfach den Staub von den Füßen abklopfen soll und weitergehen in die nächste Stadt. Mehr nicht. Also Jesus war die Friedfertigkeit in Person. Ja, und das ist mal das Erste. Das ist schon mal das erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass das Christentum ganz andere Entwicklungsstufen durchgemacht hat, Entwicklungsstadien durchgemacht hat. Es kam ja die Reformation in Europa, Martin Luther. Dann kam die Aufklärung, ja, im 18. und 19. Jahrhundert. Dann kam ja dann kam der Laizismus. Also das Christentum hat ganz andere Entwicklungsstufen durchgemacht als der Islam. Das hat alles beim Islam nicht stattgefunden. Und deswegen kann man wirklich sagen, der Islam ist die gefährlichere Religion. Gefährlich, viel gefährlicher als Christentum. Ich habe ja auch das bibeltreue Christentum auch schon kritisiert, also das alttestamentarische bibeltreue Christentum, das teilweise von so bibeltreue Christen ja noch vertreten wird. Das Interessante ist aber, als ich die Christen kritisiert habe, war es eigentlich okay, war gut, da haben halt die Bibeltreuen haben sich halt wehrt oder haben sie halt sachlich dann auch dagegen argumentiert hier auf meinem Kanal. Aber wenn ich dann mal ein Video mache über den Islam, werde ich sofort in die rechte Ecke gestellt. Warum? Ja, und sofort bestimmt beleidigt und als rechts und als Rassistin dargestellt. Warum denn? Warum denn eigentlich? Was ist am Islam anders jetzt, also quasi was das anbelangt, wie wenn ich jetzt da das alttestamentarische Christentum kritisiere? Ich habe mehr Videos gegen das Christentum gemacht als gegen den Islam. Und trotzdem werde ich, wenn ich den Islam kritisiere, heftig kritisiert. Also warum, frage ich mich. Also ja, okay, schauen wir mal weiter. Die Spanier, ich erkläre Ihnen jetzt mal die Sache. Doch, ich erkläre Ihnen die Sache, weil es ist etwas, was wichtig ist. Die Spanier waren Eroberer in Lateinamerika, ja, aber sie konnten sich dabei nicht auf den christlichen Glauben berufen, aber sie konnten sich nicht auf Jesus berufen, weil Jesus nie Kriege geführt hat, er war Pazifist. Er hat sogar die Feindesliebe gepredigt. Die Spanier waren machtbewusste Eroberer. Ja, man muss ja sagen, dass dieses alttestamentarische Christentum, an das die Spanier damals da geglaubt haben, war, kann man sagen, auf Islamniveau, ja, so ungefähr, könnte man sagen, war schon ungefähr auf Islamniveau,
wobei die sich eben trotzdem nicht auf Jesus berufen konnten, also ja, auf den Religionsbegründer Jesus, die Muslime jedoch schon auf ihren Mohammed, wenn sie ihre Eroberungszüge gemacht haben. Das entgegen der Lehre des Christentums gemacht haben. Jeder Moslem, jedes islamische Heer, was erobert, war im Einklang mit dem Koran und mit dem Propheten Mohammed. So haben wir es genau gemacht in Amerika, die Spanier. Ganz genau. Auf Namen von Jesus. Auf Namen von Jesus. Nicht der heilige Buch. Sie sind Christin, oder? Sie wissen, wer Jesus war. Ein Pazifist, der hat keiner Fliege was zuleide getan. Aber soll ich Ihnen mal sagen, was der Unterschied ist? Jesus war ein friedliebender Pazifist und Mohammed war ein Mohammed hat all das gemacht. Mhm. Mohammed. Also, Herr Stutzenberger, ich muss also wirklich mal meine Hochachtung zum Ausdruck bringen. Ich finde es auch super, wie Sie Jesus verteidigen. Es hat alles Hand und Fuß, was Sie sagen. Sie sind, ich finde, Michael Stutzenberger auch, glaube auch, dass das der Erzengel Michael ist und dass er sich irgendwann auch mal als solches auch offenbaren wird. Auch wenn er jetzt so sagt, er ist Agnostiker, glaube ich doch, dass er wirklich auch hier von Gott gekommen ist, um hier eine wichtige Mission zu erfüllen. Nämlich zu verhindern, dass diese Gesellschaft in die Hände einer primitiven, aggressiven und intoleranten Religion fällt. Kriege geführt, er hat Menschen töten lassen. Der Islam hat sich über 56 Länder kriegerisch ausgebreitet. Ja, komm. Also ich glaube nur, dass Sie Christin sind. Weil Sie würden ja Ihren eigenen Glauben, würden Sie ja verraten, wenn Sie sagen, der Islam war toll in Spanien. Der Islam hat 800 Jahre in Spanien geherrscht. Der Islam hat 800 Jahre in Spanien geherrscht. Die Juden und Christen mussten sich unterwerfen. Sie hatten weniger Rechte. Sie durften nicht auf Pferden reiten. Sie mussten auf Eseln mussten sie reiten. Und die Spanier feiern jedes Jahr die Reconquista, weil sie den Islam rausgeschmissen haben. Jedes Jahr feiern sie die Reconquista, dass sie den Islam rausgeschmissen haben. Und sie sagen, es war eine tolle Herrschaft des Islams. Leute, wie weit muss denn die Realität? Also, ich muss auch echt sagen, ich kann es auch nicht verstehen, warum eine Frau den Islam verteidigt. Das kann ich und werde ich nie verstehen, muss ich echt sagen. Wollen die wirklich, dass irgendwann mal so hässliche, bärtige Männer herrschen, über sie bestimmen? Eine Frau erbt nur die Hälfte, ja, ihr Wort gilt vor Gericht nur die Hälfte. Ein Mann darf sie schlagen, sie muss dem Mann jederzeit zu Willen sein. Das alles steht im Koran und das wird auch angewandt. Ja. Man muss verschleiert sein, bei der größten Hitze verschleiert. Die kleinen Töchter, die kleinen Kinder verschleiert mit der schwarzen Kutte im Sommer. Ja, sag mal, das ist doch nicht normal. Wie kann eine Frau das gut finden? Ich empfehle dieser Frau mal den Film anzuschauen, nicht ohne meine Tochter, also auch mal das Buch anzuschauen, zu lesen. Ansonsten würde ich mal sagen, diese Frau, die sollte man nach in den Iran abschieben, ich sag mal echt, ab in den Iran, und dort sollte sie mal eine Zeit lang leben, und dann sollte man sich mal wirklich mal, mal über den Islam unterhalten, ja. Verweigerung gehen. Wahnsinn! Die Spanier sind froh, dass sie den Islam abgeschüttelt haben. Sie waren Menschen zweiter Klasse. Sie mussten die Straßenseite wechseln, wenn die Herrenmenschen ihnen entgegengekommen sind. Sie mussten sich auch schlagen lassen. Das war der Islam in Spanien. Ja, 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 das ist der Islam, ist Politik. Haben Sie gerade gesehen, was Sie getan haben? Sie haben ein junges Mädchen zum Weinen gebracht. Und wenn Sie so etwas sagen, dann ist natürlich klar, dass man seine Religion verteidigen möchte. Also das ist schon mal der größte Schwachsinn. Das ist genauso, wenn man sagen, also Feuerwehrsirenen bringen kleine Kinder zum Weinen, deswegen schaffen wir Feuerwehrsirenen ab. Das ist doch Demokratie, das ist Meinungsfreiheit. Er hat doch das Recht, seine Kundgebung zu machen. Wem das nicht passt, der kann doch weitergehen. Ja, wenn das dem Kind nicht gefällt oder so, dann geh halt mit meinem Kind weiter, wenn das so empfindlich ist. Aber deswegen kann man doch nicht die Meinungsfreiheit einschränken. Ja, wo sind wir denn überhaupt? Das ist ja wohl echt absolut lächerlich. Jeder soll doch glauben, was er möchte. Und im Christentum dann genauso gut. Ach, jeder soll doch glauben, was er möchte. Glaubst du wirklich, das ist in islamischen Ländern so der Fall? Also es ist ja wohl ein Witz. Im Islam, in islamischen Ländern,
gibt es keine Hindus, keine Buddhisten, da kannst du das alles vergessen. Leute, die um Buddha-Figuren im Zimmer haben, das wird alles bekämpft, das ist alles unislamisch. Da gibt es dann nur noch, am Leben lässt man noch die Juden und Christen, die dürfen dann die Schisser zahlen, die Schutzsteuer, ja. Dann dürfen sie keine Häuser bauen, die zu groß sind, also größer sind als die Häuser von Muslime. Dürfen keine neuen Kirchen mehr bauen, ja. Sie müssen halt in alten, verfallenen Kirchen beten. Dürfen kein Land erwerben, haben für Gericht viel weniger Rechte, werden gemobbt, werden Angriffe, die brauchen Schutz, die müssen sich Security anschaffen. Ja, die Lage der Christen auch in der Türkei ist absolut übel. Und da sagt man ja, guck mal, ja, wenn man dann, das sind doch noch Kirchen, da leben doch noch Christen und Juden. Ja, aber halt unter welchen Bedingungen? Die leben dort als Untermenschen. Ja, und alle andere Religionen, das geht sowieso gar nicht im Islam, das wird sowieso alles umbracht. Und was mir beim Islam überhaupt nicht gefällt, was mir total unsympathisch ist beim Islam: wer die Religion verlässt, tötet. Das heißt, wenn jemand jetzt mal den Islam angenommen hat und sagt, okay, ah, das ist vielleicht doch nicht der wahre Weg, das ist doch nicht richtig, und tritt dann aus, ja, dann heißt es, dass so jemand getötet werden muss. Und das wird auch ausgeführt. Das wird auch ausgeführt. Schon oft viele Menschen sind getötet worden, weil sie den Islam verlassen haben. Ja, und so eine Religion ist mir sofort unsympathisch, muss ich ehrlich sagen. Geschlagen, wie auch im Islam. Aber das ist so, ich sage Ihnen jetzt Folgendes. Jeder kann glauben, was er mag. Die Grenze ist da, wo anderen vorgeschrieben wird, was sie zu tun haben, und wo andere verletzt werden und getötet werden. Und was wir heute hier machen, Freunde, das ist wichtig, weil es müsste nicht... Ja. Schaut mal zum Beispiel in Myanmar. Wie war das in Myanmar? Da war großes Geheul, dass die Buddhisten da jetzt die Muslime da rausgeschmissen haben. Mit Gewalt, das war auch teilweise übertrieben, sicher. Aber man muss einmal einsehen, dass über Jahre die Muslime sich radikalisiert haben, dass sie buddhistische Mönche umgebracht haben, Polizeistationen und Militärstationen angegriffen haben, ja, Buddhisten umgebracht haben. Und erst dann sind die Buddhisten reagiert und haben dann die Muslime dann quasi rausgehauen, kann man sagen. Trotzdem, wer auf einen bodenliegenden Moslem mit der Stange einhaut, kann sie nicht auf den Buddhismus berufen, weil sowas steht in Dhammapada einfach nicht drin. Da sind überhaupt gar keine Gewalt- und Tötungsbefehle. Allerdings, wenn das ein Moslem macht, kann er sich sehr wohl drauf berufen. Tötet die Ungläubigen, wo immer er sie trifft. Ja. Der Herr Stutzenberger kann das alles oft wie aus dem FF alles zitieren, aus den Koranen. Also wirklich, der hat ein Brain, muss ich sagen, da ziehe ich den Hut. Ja, das ist also wirklich bewundernswert. Ja. Und was ich dann sagen wollte, in Myanmar war es ja so, da sind auch Christen. Komischerweise, die Christen und die Buddhisten kommen super miteinander aus. Probleme macht immer nur der Islam. Ja, weil der Islam akzeptiert keine Herrschaft der Ungläubigen, also keinen Staat der Ungläubigen, sondern der Islam akzeptiert nur eine Herrschaft des Islams. Das ist das Problem. Auf den Marktplätzen unserer Städte erfolgen, es müsste über die Medien und über die Politiker erfolgen. Aber ich kann Ihnen eins sagen, ich bin selber Journalist. Ich habe übrigens früher für das Bayern-Journal gearbeitet, auf RTL und Sat.1 Bayern. Mein Chef Ralf Burkay, der ist im November 2008 in Indien gewesen, der hat einen schönen Urlaub da gemacht. Und am letzten Tag seines Urlaubs war ein islamischer Terroranschlag. Da sind 10 pakistanische Moslems in Mumbai rumgelaufen und haben entsprechend der Koranverse, mit denen sie gedrillt wurden, tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet, 180 Menschen in Mumbai umgebracht. Mein Chef Ralf Burkay kam im Sarg aus Mumbai zurück. Und ich habe ihm kurz vorher noch ein Buch zum Lesen gegeben. Das ist eine unglaublich tragische Geschichte. Denn kurz vorher hat er sich mit mir über den Islam unterhalten. Das ist eigentlich ein absoluter Wahnsinn, was da abgelaufen ist. Er hatte keine Ahnung vom Islam. Er war selber gläubiger Christ. Er hat geglaubt, der Islam ist genauso friedlich wie das Christentum. Dann habe ich ihm dieses Buch zum Lesen gegeben. Islam und Terrorismus von Marc Gabriel. Das ist übrigens ein Ex-Moslem, der an der wichtigsten Universität des Islams in Kairo gelehrt hat, an der Al-Azhar-Universität. Und Marc Gabriel ist irgendwann mal aus dem Islam ausgestiegen, weil er erkannt hat, es ist zu viel Gewalt, zu viel Terror, zu viel Töten. Leute, lest dieses Buch. Es ist wirklich leicht eingängig zu lesen. Mit diesem Buch haben sie in ein paar Stunden durchgelesen. Ist alles erklärt, wie Islam und Terrorismus zusammenhängt. Und Marc Gabriel ist jetzt Christ und lebt in Amerika. Muss übrigens auch geschützt werden, weil seine eigene Familie ihn töten möchte. Gibt es noch ein paar andere Beispiele? Denn du darfst aus dem Islam nicht austreten.
Du darfst aus dem Islam niemals austreten. Wenn du einmal reingeboren wurdest, musst du dein Leben lang drin bleiben. Ja, das stimmt. Und das ist eigentlich einer der schlimmsten Punkte, wo ich so kritisiere an der Religion. Es gibt es in keiner Religion. Schaut mal, ich bin aus der katholischen Kirche austreten. Ich war zeitweise Atheist. Da ist niemand kommen und wollte mir ans Leder deswegen. Aber in islamischen Ländern, da will man dir gleich ans Leder. Und das erinnert mich sogar auch an die Aussteiger, wenn man aus der Neonazi-Szene aussteigt. Da kann es dann auch sein, dass man umgebracht wird. Und da sage ich einfach, der Nationalsozialismus und der Islam sind sich da an der Sache, was Faschismus anbelangt, wirklich wesensähnlich, wenn nicht sogar wesensgleich. Die Religion verlässt, den tötet, hat Mohammed gesagt. Es ist Faschismus pur. Du darfst niemals da aussehen. Seht ihr hier, ich zeige es jetzt mit dem Mauszeiger, hier die Israel-Fahne. Ja, also ist der Michael Stürzenbergler wirklich so ein Nazi, wenn er pro-israelisch und das Judentum verteidigt? Also da, so ein schlimmer Nazi kann das doch eigentlich gar nicht sein. Also, weiß nicht. Keine Kritik üben, du darfst keinen Widerspruch üben. Es ist eine richtige Gewalt- und Herrschaftsideologie. Freunde, und dann war das Riesenschicksal. Mein Chef gab mir das Buch zurück, hat gesagt, das gibt's ja gar nicht. Hätte ich nie gedacht, dass der Islam so gefährlich ist. Er hat mir gesagt, wenn er aus Indien zurückkommt, werden wir im Bayern-Journal Aufklärungsreportagen machen. So, und dann kam er im Sarg aus Mumbai zurück. Ralf Burkay, er war nicht nur Chef des Bayern-Journals, er war Vizepräsident des TSV 1860 München und Schatzmeister der Münchner CSU. Er ist genauso im islamischen Terror umgekommen wie 3000 Amerikaner am 11. September, wie 180 Menschen in den Zügen von Madrid, wie 50 Menschen in den Bussen von London, wie in Paris 150 Menschen im... Das hat er alles, die Zahlen hat er alles im Kopf. Wahnsinn. Also das ist ja echt bewundernswert. Das sagt er alles aus dem FF, also brutal, ja. Clan-Konzert und überall, wo sie getötet haben. Wir können es durchdeklinieren, die Hunderte von islamischen Terroranschlägen. Und jetzt frage ich euch, Stuttgarter, wollt ihr, dass das ewig so weitergeht? Oder wollen wir dafür sorgen, dass der Grund für den ganzen Terror, die Tötungsbefehle im Koran, die Befehle eines Gottes sind, die zeitlos gültig sind, wollen wir die nicht streichen? Alle gemeinsam, zusammen mit den wirklich friedlichen Moslems, mit den wirklich gewaltablehnenden Moslems, die wirklich die Demokratie und unseren schönen Rechtsstaat hier lieben, die können alle mitmachen. Wer sich gegen uns stellt, bei dieser dringend notwendigen Entschärfung des Islams, ist ein Feind des demokratischen, freien Rechtsstaates. So ist es, Freunde. Und das ist die wichtigste gesellschaftspolitische Aufgabe des 21. Jahrhunderts. Was wir heute hier diskutieren, liebe Stuttgarter, das wird in allen Städten in Deutschland diskutiert. Und das wird immer mehr auch in den Parlamenten diskutiert, weil es Gott sei Dank jetzt eine Partei gibt, die AfD, die Islamkritik in die Parlamente trägt, weil alle anderen etablierten Parteien sich weigern, darüber zu sprechen. Also, hier hat ja schon mal jemand kommentiert mit der AfD und ja, und auch das unsoziale Programm der AfD würde ich auch niemals akzeptieren, also würde niemals auch meine Zustimmung dafür geben. Es gibt da vieles, was ich bei der AfD nicht gut finde. Ich habe ja gesagt in meinem Video, ich unterstütze eben nur die AfD in Sachen Flüchtlings- und Ausländerpolitik. Da kann ich die AfD voll und ganz unterstützen. In anderen Punkten bin ich einfach anderer Meinung. Ja, und das wird auch bleiben. Ja, aber trotzdem braucht es vielleicht diesen Druck der AfD, dass eben die etablierten Politiker mal wirklich einmal zum Nachdenken kommen und mal sehen, hey, da stimmt was nicht, da ist irgendwas, was nicht in Ordnung. Es wäre schön, wenn es die AfD gar nicht bräuchte. Ja, das wäre, wenn es die nicht bräuchte, wäre ja gut. Wenn die Politiker mal, also die herrschenden Politiker mal ihren Job machen würden, dann gäbe es auch gar keine AfD. Das sage ich euch. Ich war Pressesprecher der Münchner CSU. Ich habe dort versucht, die Islamkritik zu etablieren. Übrigens mit einem muslimischen... Also die CSU kann voll in die Tonne kicken, also auch in Sachen Ausländerpolitik oder Flüchtlingspolitik. Ich komme ja aus Bayern und die CSU hat ja immer wieder versprochen, dass sie kriminelle Ausländer konsequent abschieben und nichts ist passiert in der Sache. Sie sind immer noch da, verkaufen immer noch ihre Drogen am Bahnhöfe, das weiß ich, ja, bedrohen immer noch die Leute, schlagen immer noch Deutsche zusammen und von wegen, die werden abgeschoben. Ja, das ist für mich ein Witz. Da ist die CSU einfach viel zu lasch in der Sache.
Und das ist halt, hat auch den Grund, weil der CSU geht es ja nur um wirtschaftliche Interessen und für die sind eben Flüchtlinge, Migranten einfach nur billige Arbeitskräfte für ihre Wirtschaft. Ja. Und nur das zählt der CSU, Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft und alles andere geht denen am Arsch vorbei. Ja, und das ist das Problem. Deswegen ist CDU, CSU für mich unwählbar. Der ist alle Witz, Dr. Aydin Findici, der hat gefordert, die Scharia muss gestrichen werden. Und wir beide haben versucht, in der CSU Islamkritik hoffähig zu machen. Die haben uns gesagt, ohne Moslems gewinnen wir in Zukunft keine Wahlen mehr. Deswegen wollen sie keine Islamkritik machen. Sie wollen die muslimischen Wählerstimmen haben. Ja, und ja, das ist typisch CDU, CSU, total opportunistisch. Es geht nur um Wählerstimmen. Alles und Wirtschaft und alles andere ist denen einfach scheißegal, weil es sich bei den CDU, CSU-Politikern einfach nur um korrupte Politiker handelt, die einfach schon zu lange an der Macht sind oder beziehungsweise ja jetzt hoffentlich bald nicht mehr an der Macht sind. Deswegen machen die keine Islamkritik. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die einzigen, die jetzt die Wahrheit aussprechen in den Parlamenten über die Gefährlichkeit... Ja, Idealismus wird man da nie finden, das ist schon klar. ...ist die AfD. Und mittlerweile, Gott sei Dank, gibt es in Österreich eine blau-schwarze Regierung, wo der Vizekanzler Heinz-Christian Strache auch sagt, wir werden den politischen Islam verbieten. Richtig so. Und selbst die CDU... Aber es wäre schön, wenn man jetzt nicht nur so auf rechtspopulistische Parteien setzen würde, sondern wenn man einfach sagen würde, wir machen ein parteienübergreifendes Bündnis von Rechten, von Linken gegen den Islam. Also dass man wirklich alle einlädt, also egal ob das Juden sind, Kurden sind, Russen, egal was, dass wir wirklich sagen, wir machen einfach ein breites Bündnis. Und versteifen uns nicht so auf dieses ganze Rechts-Links-Schema. Das wäre jetzt so mein Wunsch, mein Traum. Wir dürfen uns nicht streiten. USA und Russland dürfen sich nicht streiten. Die müssen ihr Kriegsbeil begraben. Kurden und Israelis, Juden dürfen sich nicht streiten. Oder sonst irgendwelche Gruppen, Aleviten, alle müssen zusammenhalten, alle müssen sich zusammenschließen, weil es gibt einen gemeinsamen Feind und der heißt politisierter Islam. Bei der ich vor 10 Jahren das vergeblich versucht hat, hat jetzt in einem Leitantrag den politischen Islam als gefährlich bezeichnet. Der politische Islam, das ist genau der Islam, der in diesen Befehlen zur Bekämpfung aller Andersgläubigen... Die CSU hat den politischen Islam als gefährlich bezeichnet. Wow! Oh, das ist ja mal was. Das ist ja mal ein Fortschritt. Oh, den politischen Islam mal als gefährlich bezeichnet. Wow! Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Zur Errichtung der islamischen Herrschaft. Diese ganzen Koranverse sind Teil des politischen Islams. Die müssen weg. Genauso die Frauenunterdrückung muss weg. Hat nichts verloren. Aber dadurch, dass der Koran ein zeitlos gültiges Befehlsbuch ist, wird es weiter ausgeführt. Leute, und deswegen... Ja, der Islam, also der Koran, ist ein zeitlos gültiges Befehlsbuch. Das ist also auch eine Sonderheit im Islam, das, was es zum Beispiel bei anderen Religionen so nicht gibt. Ja. Damit hat ja quasi der Islam sich quasi schon mal von vornherein gegen jede Reformierungsbestrebung quasi schon mal abgeschottet. Ja, was das die ganze Sache ja nochmal eine Stufe schwieriger macht. Aber gut, ich belasse es jetzt mal. Ich glaube, ich werde vielleicht dann nochmal einen Zweiteiler machen. Man merkt bei der Kundgebung, ist ziemlich viel negative Energie da, ist ziemlich aufgeheizt, also... Das ist nicht schön, aber man muss doch mal über sowas reden. Also fassen wir es mal zusammen. Es gibt diese Tötungsbefehle in diesem Buch, nachgewiesen. Das Buch Koran ist das zeitlos gültige Befehlsbuch für jeden Moslem. Es wird ausgeführt durch Toranschläge, ja. Und in islamischen Ländern wird es ja auch ausgeführt, die ganzen Frauenunterdrückung, Scharia, ja, Steinigung und so weiter. Es wird tatsächlich ausgeführt. Ja, wer die Religion verlässt, wird getötet. Ja. Und da ist es doch absolut sinnig und absolut vernünftig,
über den Islam aufzuklären, ja, diese Diskussion anzustoßen. Also ich weiß nicht, was da diese Gegendemonstranten oder was, wie ich das bezeichnen soll, was sie da für ein Problem haben. Das verstehe ich nicht. Das ist absolut vernünftig und richtig, was der Herr Stutzenberger da macht. Absolut sinnig. Und je mehr ich darüber nachdenke, wie gesagt, je mehr ich mir diese Videos anschaue, desto mehr wird das innerlich bei mir bestätigt. Ja, der Mann hat recht. Ich habe schon viel mit Türken zu tun gehabt, schon viel mit Moslems und Ausländern. Und wenn ich das zurück überlege, das stimmt, was er sagt, das stimmt auch mit der Takia, dass die Lügen, um den Islam zu verbreiten, dass die voll die falschen Fakten in die Welt setzen, nur damit andere den Islam annehmen. Und deswegen, das macht ja diese Religion, auch wenn sie so primitiv ist, trotzdem gefährlich. Ganz gefährlich. Und ja, und da muss man einfach schauen. Und vor allem die Muslime haben ja einen starken Zusammenhalt. Wenn schon so arabische Clans ganze Großstädte kontrollieren und die Polizei da schon ein mega Aufwand betreiben muss in Essen, ja, mit SEK-Einsätze kommen muss, um diese Araber-Clans, diese Libanesen-Clans niederzuringen, dann sage ich, wir haben da wirklich ein Problem, wir haben da wirklich eine Gefahr in Deutschland, der begegnet werden muss. Und ja, was soll ich noch dazu sagen? Also, wie gesagt, ich bin nicht allem mit der AfD oder auch mit dem Herrn Stutzenberger an allem einer Meinung, aber trotzdem in Sachen Islam muss ich sagen, er hat recht. Es ist ein hochintelligenter Mann, der wirklich Ahnung hat, der wirklich Ahnung hat von den Fakten. Und das muss auch gesagt werden. Ja, ich mache vielleicht dann noch einen Zweiteiler, denke ich mal, weil es gibt ja nochmal so, ich könnte nochmal ein Video analysieren. Auch nochmal ganz interessant, auch gerade mit Frauen und so. Ja, okay, ich sage jetzt mal, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Teilt es, abonniert meinen Kanal und dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.